Kürze legt dir Würze, mein lieber Steinbock. Deswegen ist auch deine Legung so knapp, kurz, aufregend, direkt. Warte nicht mehr. Deine geilsten, aufregendsten, lebendigsten 10 Jahre beginnen jetzt. Mehr dazu in diesem Video. Steinböcke, hallo und herzlichst willkommen hier auf The Funky Oracle, deinem ganzheitlichen Begleiter in die höhere Timeline. Ich freue mich sehr, dass wir gleich in deine geilen nächsten 10 Jahre hineinblicken. Mach's dir gemütlich. Ich bin das Orakel für das Unterbewusste, Bewusste und Überbewusste. Ganz einfach ausgesprochen, ich mag es gerne aus den verschiedenen Perspektiven auf die Lebenssituation hineinzublicken und meine Spezifikation sind gute Botschaften. Also wenn du mit guten Botschaften für ein gutes Leben umgehen kannst, das ist absolut dein Video. Lass uns beginnen. Wenn du neu auf meinem Channel bist, dann lade ich dich herzlich ein, meinen Channel zu abonnieren. Und wenn du für mehr Aufwachmomente dich interessierst, dann folge gerne meinem zweiten Channel hier auf YouTube, Erwachen der Jungfrau Tarot. Da geht es etwas deeper, tiefer in die Materie. Und da spreche ich direkt über die pure Lebensessenz. Gut, ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ist. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Wir blicken gleich in die 4 Lebensbereiche deines Seins, in die Liebe, Karriere und das Geld. Mhm. Und so mögen schon die ersten, ja, du machst hier wirklich deine eigene Show. Ich freue mich sehr. Danach hat sich jetzt schon gezeigt. Und ich glaube, diese Verspieltheit, die wünschst du dir jetzt schon auch auf deinem Beruf. Ich glaube, du wartest nicht mehr lange, du zeigst dich so, wie du bist, weil du sagst, Leute, das Leben ist so kurz. Vielleicht wurdest du vor kurzem von einem Hund gebissen, erschrocken. Vielleicht hast du dir jetzt einen Hund geholt und du sagst, ey, ich warte nicht mehr, bis mein Ausgewählte kommt. Ich warte nicht mehr, bis da irgendwie die Wohnung sich da irgendwo frei macht. Ich greife jetzt an, das Leben ist zu kurz, ich warte nicht mehr. Richtig gut. Du beginnst einen neuen Zyklus und es ist sehr erfreulich, dass du dir schon jetzt zu Beginn, bevor es noch eigentlich richtig losgeht, obwohl es vielleicht schon losgelassen und losgegangen ist, du dir jetzt schon Inspirationen holst. Gut. Lebendigkeit, Aufgeregtheit, das alles fühlt sich, oh, ich bin gerade in dir und alles fühlt sich aufregend an. Alles fühlt sich wie was? Das Gefühl kommt wieder zurück. Dieses Gefühl, ich kenne dieses Gefühl. Ich kenne dieses Gefühl. Woher kenne ich dieses Gefühl? Aus der Kindheit. Absolute Aufgeregtheit, indem man wirklich frisch verliebt ist. Man zieht wo endlich aus. Man zieht endlich in das Haus deiner Träume. Man zieht endlich etwas an, was einen an etwas Krasses erinnert. Etwas, was dir endlich passt. Ja? Du ziehst endlich die Jeans an, die du vor 20 Jahren die du gekauft hast und du sagst, krass, oh mein Gott, ich habe die ja immer noch. Ich weiß noch, wie ich damals darin gerockt habe. Und man fühlt sich einfach wach, man fühlt sich lebendig. Das ist die Energie der Steinböcke für die nächsten 10 Jahre. Wow! Mäßigkeit, 3 der Schwerte und Bube der Stäbe. Alright. Mäßigkeit, 3 der Schwerte und Bube der Stäbe. Alright, mein Schatz. Auf der Liebesebene sagst du, hast du das Sagen. Du hast jetzt gewartet, gewartet, gewartet. Und jetzt merkst du, mein Mann ist nichts weiter als ein kleines Kind. Der ist auch wie mein Sohn. Das ist auch ein kleines Kind. Da sieht in mir auch nur seine Mama. Ich nehme das jetzt selber in die Hand und ich gestalte. Und die Mütter unter euch, ihr wisst, von welcher Energie ich spreche. Das ist die Energie für die Dinge, die man entweder noch gar nicht in seinem Leben gemacht hat oder lange nicht mehr gemacht hat oder sich hätte gar nicht vorstellen können, dass man so viele verschiedene Dinge auf einmal tun kann. Ja, wenn das Kind auf dem Arm ist und du irgendwie das Handy greifen musst oder aufräumen musst oder dass du generell diesen Menschen in dir, die drin spürst und das ist etwas Neues, aber gleichzeitig Bekanntes und you make it happen.
Das ist die Energie des Magiers. Die Frau übernimmt die Verantwortung und du fühlst dich jetzt lebendig, weil du merkst, es gibt keinen über mehr. Das können ganz viele verschiedene Beziehungstypen gerade unter euch beflügeln. Wirklich Verliebtheit in das Leben, Verliebtheit in dich selbst, Verliebtheit in deinen Mann. Wieder, ja, ihr macht etwas Neues zusammen, ihr zieht in das Haus zusammen, ihr kauft euch ein neues Auto, ihr geht gemeinsam essen, er massiert dich, du sprichst zu ihm wie noch nie zuvor und du merkst, krass, er lässt mich nicht fallen, er sieht mich. Hier sehe ich auch, hier wird wirklich jeglicher Herzschmerz einfach ausgewaschen, ausradiert. Die Frau sagt hier, ich hau jetzt mit dem Faust auf den Tisch, ich will nicht mehr, ich will das so nicht oder ich will das so und das wird so gemacht, wie ich sage. Richtig krass. Und das ist das, was ihr braucht. Das ist auch das, was ihn auch irgendwo geil macht, ja, wenn die Frau dann anfängt, selber zu gestalten, insbesondere wenn man so eine süße, liebevolle, freundschaftliche Beziehung lebt. Betrifft diejenigen, die sehr, sehr lange Single waren und jetzt wirklich diesen Soulmate gefunden haben, ja, und man zieht dann endlich zusammen und die alten Muster kommen hoch, die persönlichen Gelüste kommen hoch, auch mit einem Soulmate ist nicht alles in clean, also auch mit einem Soulmate Seelenpartner ist nicht alles rosig, ja, man muss sich da wirklich aus dem, was man zur Verfügung hat, muss man das Beste draus machen, wie immer Leute, wie immer. Und manchmal muss die Frau selber anpacken, tatsächlich. Die einzige Aufgabe, die du liebestechnisch, beziehungstechnisch zur Verfügung hast, du musst selber dich selbst reinigen. Du musst selber wissen, wie du dich selbst gedämpfst. Du musst selber wissen, wie du dich selbst beruhigst. Weil wenn du es dem Mann überlässt, kriegst du irgendwann eine gescheuert. Das ist die Energie, die dich so wie so eine Fliege, wie so eine nervende Nervensäge, diese Frequenz, das können die Männer nicht ab, das kannst du selber manchmal nicht ab. Das heißt, das ist die Frequenz, die so viel Aufregung erzeugt, dass entweder man zusammen lacht oder im schlimmsten Fall man eine gescheuert bekommt. Oder wenn dein Mann dich nicht schlagen möchte, geht er einfach. Oder er entfernt sich immer mehr von dir, weil er das nicht erträgt. Das heißt, deine persönliche Aufgabe ist, dort die Mutter zu sein, eine gute Mutter zu sein, die Tacheles redet, wenn du auch merkst, dass dein Mann oder dein Gegenüber oder vielleicht sogar du selber zu einem ningeligen Kind wird, wie so ein zu sehr bemuddeltes Kind. Das Kind, das keine Grenzen kennt. Und das musst du im besten Fall tatsächlich allen deinen Gegenüber tun. Auch deiner Mutter, auch deinen anderen Gegenüber. Das sind kleine Kinder, aber das sind auch nicht mehr kleine Kinder. Die leben alle ihr Leben. Die wissen ganz genau, auch deine Kinder sind auch nicht mehr deine Kinder irgendwo. Ja, man muss auch lernen, loszulassen. Und diese Mäßigkeit, die sagt mir auch ganz stark vom Loslassen. Dass du aufhörst, andere zu bemuddeln, vielleicht zu sehr zu bemuddeln, zu sehr auf andere zu warten. Du machst jetzt, du greifst jetzt an und du wirst merken, wie viel freie Energie sich da freisetzt. Dass die anderen anfangen, endlich ihre Aufgaben zu erledigen. Wenn du von anderen möchtest, dass sie ihre Aufgaben tun, dann musst du aufhören, ihre Aufgaben zu tun, damit sie endlich Chance haben, es selber zu machen. Und wenn sie es nicht wollen, aus irgendeinem Grund, dann ist es ihre Entscheidung. Dann hast du weniger zu tun, dann kannst du dich um etwas Neues kümmern. Dann ist es vielleicht auch wirklich deine Aufgabe. Wenn es die anderen, egal wie sie es machen, nicht machen wollen, dann ist es deine persönliche Aufgabe, dann musst du es selber übernehmen. Und du wirst dann sehen, was passieren wird. Manchmal ziehen die anderen mit, manchmal merkt man, ach krass, das ist eigentlich cool, ich mache das selbst.
loslassen, sich um sich selbst kümmern und diese Selbstliebe wirklich ritualisieren. Von mir aus bewusst machen, sich selbst und der anderen, dass du jetzt zum Beispiel für die nächsten 2-3 Stunden nicht ansprechbar bist. Auch wenn das heißt, du sagst, Mama ist sauer, ich will gerade nicht reden, das wird geschwiegen. Aber du musst dich auch aussprechen. Und wenn du dich schon aussprichst, das ist gut. Jetzt gilt es nur, so eine Balance zu finden, indem du quasi schweigst, empathisch bist, deine Emotionen zeigst, dass du weder die anderen noch dich selbst dabei verletzt. Physisch oder mental. Dass es quasi zu einem Ausbruch kommen darf, ja, wenn du so möchtest, aber im besten Fall keiner dabei verletzt bleibt. Ein Orgasmus ist eine gewisse Verletzung, ja, ist ein gewisser Konflikt, ist ein gewisses Anhalten. Jeder Orgasmus ist ein kleiner Tod. Ja. Alles bleibt stehen. Das ist quasi das, was wir erleben, wenn wir Atemtechniken machen und dann die Luft anhalten, dass du quasi die Luft nach oben Richtung Zirbeldrüse drückst und dann ist es dieses Gefühl von krass, ich bin in meinem Nervensystem, ich empfinde totales Loslassen. Massage, Orgasmus und andere Techniken oder Mittel, die quasi dieses Loslassen darstellen. Ganz viel loslassen. Sei geschmeidig, gönn's dir, mach's selbst. Kümmere dich um deine Reinigung, kümmere dich um deine Gesichtsreinigung, um deinen reinen Körper. Setze Prioritäten, zuerst du, dann die anderen. Und dann wirst du sehen, dass alles sich danach richten wird. Weil ich kann dir versprechen, dass dein Mann irgendwo tatsächlich auf dich wartet, weil er weiß, du hast mehr zu tragen. Eine Frau hat tatsächlich mehr zu tragen als ein Mann. Okay? Und auch überhaupt mehr halt, mehr Gefühle. Und du bist mehr, eine Frau ist mehr emotional als ein Mann. Yes! Lass uns endlich das betiteln und darauf einen trinken und das Beste draus machen. Das heißt, du musst dich darum kümmern, dass du ausreichend trinkst, dass du ausreichend Massagen bekommst, dass du dich ausreichend ausruhst. Ausruhen und Aktivität musst du selber bestimmen. Du kannst dich nicht an deinen Mann orientieren, wenn der sagt, lass uns doch mal wieder laufen gehen oder lass uns wieder spazieren oder irgendwie ausruhen. Wenn du merkst, deinem Körper tut es gerade nicht gut, dann musst du selber deine persönliche Balance finden und der Rhythmus stammt tatsächlich aus dir. Auch dein Kind im Bauch musste dich an deine Rhythmen irgendwo anpassen. Und das muss man herausfinden, auch als Mutter. Nicht nur, wenn das Kind wach ist, musst du auch wach sein, sondern auch die Mutter Erde muss sich auch ausruhen. Deswegen haben wir auch Nacht. Aber da geht es auch trotzdem weiter. Ja. Okay, also Ausruhen, Selbstbestimmtheit, Selbstreinigung stehen ganz, ganz klar im Fokus. Und wenn du dich erst selbst reinigst, geht es den anderen gut. Nicht nur Happy Wife, Happy Life, Happy Mama, glückliche Mama, glückliches Kind. Nicht glückliches Kind, glückliche Mama. Erst dann glückliches Kind. Weil dein Kind ist weise, dein Kind bist du. Dein Mann bist du. Dein Mann ist viel empathischer, als du nur glaubst. Der hat auch Empathie, der ist selber empathisch. Dein Mann ist selber eine schwarze Katze. Dein Mann kann dich besser lesen als kein anderer. Du weißt noch gar nicht, dass du deine Periode bekommst und dein Mann kann wahrscheinlich schon sagen, Schatz, nächste Woche kriegst du deine Tage. Ja, boom, okay. Und wenn du schon so einen hast, geil, höre darauf und seine Impulse sind nicht immer bestimmend. Wenn er das für dich übernimmt, führt das zu Gewalt. Oder das fühlt sich so wie Gewalt an. Und das willst du nicht. Ne? Du willst nicht sagen, ja, du sag mir nicht, Mann. Ich sage selber, was ich machen möchte. Also genieße diese Rolle, genieße diese Freiheit, aber gestalte diese Freiheit selbst. Ja. Beruf. 7 der Schwerter, 3 der Kelche und die Herrscherin. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Selbstständigkeit. Weg von Gesellschaft, allein leben, allein arbeiten, selber machen,
Richtig geil. Hochzeitsbranche sehe ich hier. Du arbeitest mit Paaren, Hochzeitspaaren. Du arbeitest im Hochzeitsbereich. Es geht um die Kinderkleidung, weißes, medizinische, aber kann man sagen, medizinische, coole, alternative, emotionale Heilung, irgend sowas. Viel Kopfschmuck, viel Eigenverantwortung, viel. Ich bin quasi eine Schlange, aber ich bin eine glückliche Schlange. Ja? Ich bin quasi gefährlich für manche. Ich habe Mischung. Ich weiß, du hast auf Arbeit, und egal was du tust, auf Arbeit hast du, du siehst mehr als die anderen. Und du hast die Gabe, so ein Gegengift zu entwickeln, zu entdecken, kann man sagen. Ja, du hast dieses Auge für, wo gerade der Schuh drückt. Du weißt ganz genau, was du machen musst, was du sagen musst, damit die drei der Schwerter in sich, drei der Kelche auflösen. Also du bist, ja, du bist so ein, das fühlt sich so an, wenn man mit dir zusammen ist, wenn man dir zuhört, ist alles gut. Ja? Du sitzt da auf deinem Thron, du sitzt da auf deinem Stuhl, du sitzt da in deinem Office und du bist da, du hast alles vor der Flinte. Und die Menschen kommen zu dir, weil du Gegengift für die Traurigkeit hast. Du hast was Geselliges, du hast was Cooles, du hast was Eigenartiges, und das ist gut so. Die wird es möglich sein, quasi diese Unschuld, Unschuld, gleichzeitig Geheimnis und mega viel Lebensfreude. Unschuld, Geheimnis und mega viel Lebensfreude. Vielleicht möchtest du das aufschreiben. 3 ist deine Zahl, 73, 733 macht 13, und 13 ist, glaube ich, der Tod. Im Tarot, das ist Skorpionenergie, also ein Geheimnis, worauf man sich aber freut. Du bist wie so eine Schachtel von Pralinen. Du bereitest die Paare auf die Hochzeit vor. Vielleicht möchtest du wieder im Hochzeitsbereich arbeiten. Genau, weil Menschen heiraten immer. Egal wie, Menschen heiraten immer, und Menschen wollen immer zusammen sein. Und du bist so eine hohe Priesterin, die Herrscherin, die aber gute Absichten hat. Ja, genau, Herrscherin, Chefin, du sitzt auf dem Thron, dir wird zugehört, und du bist quasi beides. Du verankerst Trilogie, Kultur, Geheimnis, Kultur, Geselligkeit und Mode. Kultur, Geselligkeit und Mode und Stil. Das heißt, du bist quasi, du hast deinen eigenen Stil, du siehst modern aus, aber gleichzeitig weiß man nicht, wo du herkommst. Weiß man nicht, wo du das her hast, wo du das herholst. Man hinterfragt sich wirklich, liebst du die Menschen oder machst du dir Spaß über die anderen? Also so wie, und das ist dein Geheimnis, ja, wo du eigentlich Menschen liebst, sehr gesellig bist, also die Arme öffnest und lachst und lächeln, Zähne zeigen, ist eine gewisse Präsenz, ja, ich zeige meine Zähne, und das ist so richtig geil. Oh mein Gott, richtig gut. Geld, Rat des Schicksals, König der Kelche und 9 der Münzen. Mhm. Ihr beide fühlt euch wie 18. Das Geld steht zur Verfügung, man will jetzt, also die Welt steht einem offen. Es ist quasi so, als wenn du deine Geschichte umschreiben würdest und du würdest jetzt sagen, krass, ich bin jetzt endlich fertig mit der Schule, ich gehe nicht zum Studium, ich will nicht mehr studieren, ich mache jetzt gleich Selbstständigkeit, oder ich hau mit meinem Freund irgendwo weg und wir bauen eigene Kommune auf. Sowas sehe ich hier. Ja? Vielleicht, wenn du diesen verrücktesten Traum hattest, der wird jetzt hier möglich sein. Das ist dein Weckruf. Wenn es dein Traum war, irgendeine geile Kommune mit deinem Mann zu bauen, glaub daran, baut weiter, baut euren Dorf, sucht nach coolen Familien, bringt die alle dahin. Boah, glaub daran. Das ist deine Bestätigung. Alles steht offen. 10, Rad des Schicksals, Schütze, schau dir gerne die Schützenlegung an. Alles steht offen, Rad des Schicksals, König der Kelche, Löwenenergie, schau mal, du hast viel Erfahrung mit Löwen und mit dem Schützen.
Der Löwe inspiriert dich, neu auf die Situation hineinzublicken. Der Löwe in dir, der Löwe, die Löwen in dir, die Löwenenergie, ist diese Stimme wie, bin ich noch nicht zufrieden, da geht noch was, da geht noch was, ich will aber mehr, wie so ein König, was quasi zum Heiler geht und sagt, Heiler, gib mir die Mischung. Und der Heiler sagt, hier, das ist die herkömmliche Mischung. Dann sagst du, nein, du musst besser sein, besser, also so wie du suchst nach etwas und das ist gut so. Höre nicht auf, finde deine Balance zwischen Weisheit und Geilheit. Ich weiß es und ich will es noch verstehen, oder ich weiß es ganz genau, dass es so ist, aber gleichzeitig geil, ich will es irgendwie neu erleben, ich will neue Reize. Ägypten, Cruise, dass ihr auf AIDA geht, dass ihr vielleicht auch irgendwo auf dem Meer seid, unterwegs seid, zur Hälfte Strand, zur Hälfte Wasser. 24 Stunden, vielleicht ist es ein Hotel, ihr wandert aus, manche wandern aus, manche finden neue Liebe und diese Auswanderung, dieser Zug, krass, ich hätte mir das eigentlich nie vorgestellt, aber warum hatte ich mir Strand nie vorgestellt als Endvision, warum habe ich mich immer in der Stadt gesehen und du bist so wie ein Baustein mit dieser Entscheidung, etwas Verrücktes zu machen, ganz auf neue, riskante, vielleicht sogar Art und Weise Geld zu generieren, dass du sagst, wir wandern jetzt als vierköpfige Familie aus und das ist das, was endlich meinen Stöpsel zieht, wo ich merke, ich will nicht mehr warten, oh, ich will nicht mehr warten, ich will selbst gestalten, ich will, worauf warte ich noch? Ich gestalte jetzt, ich bringe mein Herz zum Beben, weil ich mein Leben aufregend erleben möchte. Richtig geil. Also geldtechnisch, je verrückter du die Dinge bestellst, desto mehr kommst du auf die neuen Einkommenswege, also neun der Münzen. Erst wenn du dich wirklich gut fühlst, dass du sagst, der nächste Schritt wäre dann jetzt, sag mal, Unternehmen zu verkaufen oder der nächste Schritt wäre dann, das zu skalieren, ja, unser Unternehmen. Und das wäre aber, das würde alles von vorne bedeuten, dass du zum Beispiel sagst, geil, so möchte ich leben. Ich baue so lange an meinem Unternehmen, ich baue so lange an unseren Finanzen, dass ich sage, geil, na, das Einzige, was jetzt vielleicht noch on top wäre, ich setze irgendwie... Das Einzige, was jetzt on top wäre, oder dass du sagst, das, was wir jetzt aufgebaut haben, das muss doch auch woanders gehen. So eine Energie sehe ich hier. Wenn ich das für mich gemacht habe, dann kann ich das auch mit meinem Mann machen. Wenn ich das für mich entdeckt habe, dann können mich meine Kinder da auch verstehen. Wenn ich das für mich gemacht habe, dann kann ich es jemand anderen auch beibringen. Vielleicht wirst du endlich unterrichten. Vielleicht wirst du endlich im Design für dich selbst arbeiten und damit irgendwie den anderen helfen. Also sich mit dem Kleinen nicht zufrieden geben, wirklich weitersuchen. Wenn ich es geschafft habe, wenn sie es gemacht hat, dann kann ich es auch. So eine Einstellung sehe ich hier. Wenn sie es gemacht haben, dann kann ich es auch. Höre nicht auf, mach weiter. Dein Seelenplan. Bube der Münzen, die Welt und Zehn der Kelche. Also hier sehe ich, dass deine Kinder und dein Mann wirklich so machen werden. Aber das ist das, was du wolltest. Du willst verrückt sein und du willst komisch sein. Du willst so komisch sein, dass du dir selber mittlerweile sagst, oh krass, ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu viel. Sorry Leute, weiter geht's. Und ganz viel Freiheit. Die Frau stellt sich in die Mitte. 21 Tage dauern die Reprogrammierung mindestens und du kannst sie jetzt mit mir, mit meinem Online-Programm machen. Komm jetzt ins Webinar. Ich unterrichte dich des Systems in einer sehr exklusiven Gruppe und dann gehst du auf deine Reise. 21 ist hier ein sehr starkes Signal. So ein Estafette, sagen wir im Russischen. Estafett ist, oh Gott. Wenn man quasi sich denn Stab übergibt und du fühlst dich jetzt endlich an der Reihe. Ausgewogenheit, Tanz, Bewegung, du zeigst dich vollkommen der Welt endlich, du versteckst dich nicht mehr, also du zeigst dich endlich so, wie du bist, wirklich so, wie du hundertprozentig bist,
bist du zu sehen. Versteckst dich nicht mehr. 10. Kelche, Heirat. Heirat, du bist so krass verliebt. 10 Millionen, 10.000 Euro. Herzchen, also... Und du lebst auch so ein Leben, wo du sagst, krass, habe ich dasselbe wirklich gerade gesagt? Habe ich mich wirklich gerade so gezeigt? Ist das Leben wirklich so leicht? Ist das Leben wirklich so leicht? So eine Energie sehe ich hier, dass du irgendwas machst und dann gehst du raus und sagst, krass. Und du traust dich endlich. Du hast so viel, bitte, Steinbock, sei mir verrückt. Zeige den anderen, wie eigentlich verrückt, wie eigentlich geil das Leben ist. Zeige den anderen, wie verrückt du eigentlich bist, damit diejenigen, die vielleicht noch an dir dran festhalten und an die du noch dran festhältst und dich versuchst irgendwie reinzupassen, von alleine abfallen, dass sie sagen, nee, jetzt bei der Verrückten will ich auch nicht irgendwie auf dem Channel bleiben. Soll die gehen. Soll die gehen. Wichtig ist, dass du dich frei fühlst. Krass, okay. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich merke, sehe gerade, die Batterie lässt nach. Leute, eure Botschaft. In der Kürze liegt die Würze. Das ist deine Botschaft. Sei verrückt, sei gespannt, freue dich, zeige die Neugierde, nehme die Menschen auf diese Reise. Ja? Wenn ihr auswandert als Familie, geil, zeige es, zeig den anderen, dass ihr das macht. Lass die anderen dann teilhaben, scheißegal, versteck dich nicht mehr. AI, Datenschutz, es ist alles schon eher abgespeichert. Du lebst nur einmal in diese Konstellation. Mach es geil, mach es jetzt. Warte nicht mehr lange. Zeige dich. Zeige dich so, damit du dir selber gefällst. Nicht nur deinem Kritiker, sondern auch deinem coolen Verrückten. Weil dein Verrückter hat sich noch nicht public ausgelebt. Du bist eigentlich viel krasser, wie du bist. Und diese Krassheit muss jetzt ausgelebt werden, weil sonst bereust du das und du willst nichts bereuen. Steinbock, du willst es nicht bereuen. Also bereue es nicht. Lebe so, damit du nichts bereuen kannst. Nicht nur als Jugendliche damals, sondern auch jetzt, in deinem Alter. Sei verrückt, sei crazy. Erschaffe dir täglich Ereignisse, bei denen du sagst, Alter, das fühlt sich wie Ferien an. Sei frei, sei verrückt, liebe. Ich liebe dich, danke fürs Anschauen. Das ist eine Serie, wohlgemerkt. Den Link dazu findest du unten zu anderen Sternzeichen. Besuch meine Webseite, da findest du Reprogrammierungsaudios, da findest du private, persönliche Beratungen bei mir und verschiedene Angebote, wie du dich auf lange oder kurze Sicht umprogrammieren kannst. Und gleich im Anschluss hörst du dir ein Hörbeispiel von unserem 3D-harmonischen binauralen Audio, der aktuell wohlgemerkt 70% Rabatt auf unserer Webseite gibt. Danke fürs Anschauen, bis dann. Ciao, ciao. Dieses Jahr bin ich meine eigene Held. Ich habe mehr als genug, um es mit anderen zu teilen. Geld kommt frei zu mir. Ich liebe, wie ich mich fühle. Und ich fühle mich gut. Gesundheit.